Dann zu dem Skill ist am Start, heute mit einem neuen Video, und zwar, was gibt es Schöneres, als mal wieder in Dusty Depot zu landen. Und ich versichere euch, Freunde, wenn ihr wirklich eine krasse Runde haben wollt, mit extrem vielen Kills, mit einem 10er Starter und mehr, landet hier, weil ich sage euch definitiv, das hier ist das neue Tilted Towers. Es ist wirklich abnormal, wie viele Leute hier im Laufe der Runde... Ah! Au! Ey! Au! Lass mich hier... Ruhe, Alter, da wollten die mich verprügeln. Was ist denn hier los? Die drehen ja komplett an. Nämlich im Laufe der Runde läuft jeder mal nach Dusty Depot und kommt hier vorbei. Ich sag euch, High Kill Rounds könnt ihr hier am besten machen, aktuell in der Season X. Dann kommen wir mal zu der Sensation. Ich konnte das selber... Oh, wir brauchen die Waffe. Waffe. Locker. Wichtig. Dusty Depot Dominanz ist hier am Start. Ganz locker flock ich erstmal die Situation. Oder wo kommt er denn auf einmal her? Schimmelt in der Ecke. Yep. Ganz einfach geklärt. Wieso der Recon Expert wahrscheinlich bald wieder im Itemshop verfügbar ist und das neue Voting-System... vom Itemshop. Das alles werde ich euch heute in diesem Video zeigen, Leute. Falls ihr noch auf den Kanal seid, lasst ein kostenloses Abo da und Ehrenmänner 3 natürlich im Itemshop. Standard Skill OL-Line bis zum 15. August werde ich noch Battle Passes verschenken. Schreibt dafür einfach euren Epic Games Namen unten in die Kommentare rein. Und der war ja mal richtig süß gewesen. Der passt auf jeden Fall hier zu der Location. Kommen wir dann erstmal zu der neuen Änderung. Und zwar, aktuell ist ja im Shop der Brute Skin, beziehungsweise der... Der Beast Navigator ist zurzeit im Item Shop drin. Und hier wurde jetzt bereits schon aus den Server Files eine neue Version beziehungsweise ein neuer Style geleakt. Wahrscheinlich wird es dann den Style irgendwann als freischaltbare Option geben, dass man sich den durch Herausforderungen oder sonst was freischalten kann. Keine Ahnung. Jedenfalls aktuell ist er noch nicht verfügbar, aber habt ihr jetzt auf jeden Fall schon vorab mal gesehen. Und guckt mal, wir haben jetzt bereits schon locker flockig 7 Kills und da hinten waren gerade noch welche gewesen. Und die werden wir uns gleich mal holen. Kommen die hierher oder haben die hier einfach nur so aus Spaß geschossen? Oh. Das Gute ist halt, die ganzen Leute haben... Oh, hier ist noch einer. Oder? Hallo? Noch jemand, bitte? 9er Starter. Auf entspannt. Das Gute ist, hier gibt es auch nicht so viele Materialien, dass man hier 20.000 Baufights hat. Und das macht wirklich Spaß, hier zu landen. Dann gibt es auch ein weiteres Update, und zwar die Fortnite X Champion Series startet, Freunde. Ab dem 22. August wird es immer mittwochs und Donnerstag spezielle Qualifikationen für die Solo-Cups geben, um sich für weitere Turniere in Fortnite zu qualifizieren. Einfach so eine Randinformation für euch, falls ihr euch da Tournament technisch ein bisschen weiterentwickeln wollt, geht es ab dem 21. August weiter mit der ganzen Geschichte mit den Qualifikationen und mit den Preisgeldern dann. Zusätzlich ist dann Risky Reels, haben wir ja gestern schon uns angeguckt, und zwar in der Nähe von Sunny Steps ist ein kleiner Ausschnitt von Risky Reels zu finden, und da ist was sehr Interessantes auch in den Datenfiles geupdatet worden, und zwar wird Risky Reels sehr, sehr sicher zurück ins Spiel reinkommen. Weil es sieht danach aus, als würde es bald wieder einen weiteren Filmwettbewerb geben, dass er halt wieder ein weiterer Film in Fortnite auf den, ja, also auf diese Kinoplattform läuft. Bin ich selbst mal gespannt, was das für ein Film wird, und dann wird es dann halt wieder so einen Wettbewerb geben, dass dann halt irgendwie so ein Film, ein Film in Fortnite auf so einer Wand läuft. Also fand ich im letzten Mal ziemlich cool, weil so eine Kooperation mit solchen Disney-Filmen gewesen, war ganz nett gewesen. Dann wird es noch in Tilted Town die Änderung geben, beziehungsweise Neo Tilted wird ja ganz zurück zu einer Westernstadt geändert, hatten wir uns gestern auch schon angeguckt, und hier gibt es jetzt für diesen Bereich sogar extra Sounds.
die ich euch... Ich verstehe nicht, warum das kein Headshot war, ja? Aber gut, okay. Das waren hier ganz solide 60er Schaden. Kein Headshot, schon wieder nicht. Boah, er ist sowas von lost. Oder was macht er hier für Taktiken? Oh, und hier ist irgendwo noch ein Sniper, der hier rumeiert. Komm jetzt raus hier! Ja, guck mal, wie er mich hier therapieren will. Wie er mich verarschen will. Er denkt auch, ich lass mich trappen. Oder du musst da rauskommen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Mach die Luke auf. Ich habe Angst, dass der mich hier sniped, ja? Ah, Roboter ist auch am Start. Glückwunsch. So. So, langsam aber sicher haben wir ihn doch. Ganz entspannt. So. Wenn jetzt hier weniger los ist, werde ich euch mal die Sounds einblenden. Die ertönen, wenn ihr Tilted Town, also das neue Neo Tilted, oder das alte, das ganz, ganz alte Tilted Town, welches ja jetzt in den Laufe der nächsten Wochen als Map-Veränderung im Spiel verfügbar sein wird, kommen werden. Und zwar habe ich euch ja darüber schon aufgeklärt, dass ungefähr Tilted Town wird so ähnlich aussehen wie hier Loot Lake. Nämlich um diese Stadt wird so eine Kugel sein. Und wenn ihr die Stadt betretet, wird sich euer Skin ändern und zusätzlich wird sich nicht nur der Skin ändern, ihr könnt wahrscheinlich auch nicht bauen. Und da entsteht ein Soundeffekt, den ich euch jetzt mal einblenden werde. Ich bin mal kurz leise. So, ich denke mal, die Sounds müssten durch sein. Ich habe jetzt keinen Bock, mich gegen den Biester anzulegen. Weil, ich sag euch so, wie es ist. Wenn man den Beast gut spielen kann, falls wir jetzt in der Runde noch einen bekommen sollten, werde ich euch erst einmal zeigen, dieser Beast ist wirklich zu brutal und viel zu stark. Er muss extrem genervt werden, weil du kannst damit schon ganz, ganz verrückte Sache anstellen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Movement raus, die Wechsel zwischen Schütze und Bewegner. Also ich kann ihn sehr gut alleine spielen. Werden wir uns vielleicht auch noch angucken. Dann kommen wir mal zu den Voting-Systemen und wieso ich glaube, dass der Recon-Expert bald wieder wahrscheinlich im Shop reinkommen wird, beziehungsweise auch der Ghoul Trooper. Und zwar über dieses Voting-System hatte ich euch ja schon vor längerer Zeit mal aufgeklärt, dass Fortnite vielleicht sowas reinbringen wird. Und da, wie wird dieses Voting-System aussehen? Ganz einfach, Leute, ich werde euch hier mal die ersten Screenshots einblenden, die dort entstanden sind. Wann genau das Ganze veröffentlicht, weiß man noch nicht, Leute. Und da wird es nämlich der Fall sein, Epic Games wird verschiedene Items zur Auswahl stellen, wo die Community voten kann, dass diese zurück im Item-Shop reinkommen sollen. Welche Vorteile hat das für Epic Games? Ganz einfach, Leute. Es wird erstmal eine breite Auswahl von Items geben, die die Community auswählen kann. Und wenn diese Items dann zurück im Item-Shop hinzugefügt werden, ist es natürlich logisch, dass die Leute, die die Items haben wollten, auch sich das Ganze kaufen. Das bedeutet, die Community freut sich über alte Sachen oder über neue Sachen, die dann im Item-Shop wieder verfügbar sind. Und Epic Games verdient da natürlich sehr viel Geld dran, ne? Weil viele Leute sich das dann wahrscheinlich kaufen werden. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr massiver Vorteil und da könnte es auf jeden Fall danach aussehen, dass der Ghoul Trooper und der Recon Expert dann ganz schnell wieder im Item Shop zurückgebotet werden. Bin ich mal selbst gespannt, die Bilder. Oh, den nehmen wir auseinander, den nehmen wir auseinander. Ja, ja, da kannst. Oh, Bro, mach her. Digga. Oh, ich flieg. Oh, scheiße. Oh, was los, Junge? Alter Schwede, jetzt wird's aber ganz böse. Ah, hier unten ist auch noch einer. Puh, ich sollte mal lieber zielen statt schielen. Aber ich will mal sagen, Situation gut geklärt. Oh, das sieht hier wirklich mal wieder nach einer 20er-Bombe aus.
Oh, 5 Splashies? Okay, Junge, dann nehmen wir natürlich die Splashies mit, weil die können wir deutlich schneller einsetzen. Wir haben nicht ganz so viele Materialien. Hm. Blaue Eier vergessen. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denkt, wie das Voting-System funktionieren wird. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dieses Voting-System wird ja erst interessant, wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, diese ganzen seltenen Skins wieder reinzuvoten. Falls ihr euch jetzt fragt, ob der Renegade Raider zurückkommen wird, nein, der Renegade Raider ist kein Item-Shop-Skin gewesen, er war nämlich ein Season-Skin gewesen. Und beim Renegade Raider hat Epic Games schon von offizieller Seite gesagt, dass es diesen Skin nie wieder im Item-Shop geben wird. Ghoul Trooper und Recon Expert sind ganz normale... Item-Shop-Skins, weshalb es dann auch möglich sein wird, diese Skins wieder zurück reinzuvoten. Bin ich mal wirklich gespannt, wann dieses Voting-System hinzugefügt wird. Aber ich denke mal, im Laufe der Season 10 können wir damit definitiv rechnen. Dann gibt es noch ein kleines Update zu der Longhorn Pickaxe. Und zwar die Longhorn Pickaxe war ja die Spitzhacke gewesen, die wir unter anderem bei Lecce beim World Cup gesehen haben. Und diese Spitzhacke ist ja bereits schon für die... Oh, hier kommt noch einer. Maxima Lost. Und diese Pickaxe ist bereits schon seit Season 5 in den Datenfiles verfügbar. Und man hat sie immer noch nicht im Itemshop reingebracht. Wieso, weshalb, warum, weiß man nicht. Ist wirklich eine sehr, sehr merkwürdige, Sache. Und offizielle Angaben, wann das reinkommen wird oder ob die überhaupt, überhaupt verfügbar sein wird, kann ich nicht sagen. Aber da ja bald Tilted Towers oder Neo Tilted umgewandelt wird in diese Wild-Western-Stadt, würde diese Pickaxe dementsprechend natürlich sehr, sehr gut aus dem Item-Shop reinpassen in das ganze Thema. Vielleicht hat man die einfach schon so ein bisschen als Backup in die Datenfiles hinzugefügt. Und den Kollegen da, soll ich euch mal einen Trick zeigen? Werden wir hier natürlich locker flockig abfangen. Oh, ich bin so schlecht. Bruder. Ey, ich dreh ab. Er wird richtig impressed sein von meinen Baukünsten. Oh, okay. Okay, ich glaube, er wird auch nicht so impressed von meinen Baukünsten. Bruder, hat er nichts mehr zum Bauen dabei? Ich habe nur Metall. Was ist hier los? Hä? Das ist ja voll mau. Hallo. Ich bräuchte mal ein bisschen Metall. Ja, danke für nix. 14 Kills. 7 Leute noch. Und vor uns noch ein Beast. Oha, da rechts außen war auch noch ein Beast gewesen. Könnten wir uns vielleicht später im Endgame holen. Ich sag euch so, wie es ist. Im Midgame sind diese Biester nicht unbedingt ultra stark, aber im Endgame, ihr werdet's, warte mal, ich zeige euch das gleich. Nein! Eins gegen eins. Oh, er ist nicht down. Wichtig, wichtig. Oha. Das war ultra schlecht von mir gespielt. Ich sag euch, im Endgame können die Gegner mit gegen das Heil nichts machen. Es ist wirklich, es ist unbelievable. Ich glaube, da hinten stand noch einer. Oh, den werden wir jetzt hinlaufen, Freunde, und dann werden wir die Runde mit dem Beast gewinnen. Wo sind die anderen? Ja, wahrscheinlich alle da oben. Ganz entspannt. Ja, er ist sogar noch in der Zone drin. Jetzt zeige ich euch, warum einige Leute Season X nicht unbedingt mögen, beziehungsweise sagen, dass die Biester zu stark sind.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Endgame, die Gegner haben fast gar keine Chance. Kommen wir da hoch? Oh, so knapp. Na, schade. Ich weiß nicht warum, aber sehr wenige Leute spielen den mit dem Boost auf O. Ich sag euch, dieser Boost auf O, der ist zu mächtig, ne? Ihr könnt euch so schnell mit dem Teil fortbewegen. Guckt euch das an. Bam, 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 Junge. Transformers hier. Kommt zu Papa. Die haben Angst vor mir, weil die sehen schon dieses Movement. Was macht der Beast-Typ da? Anderes Level. Er ist schneller, als die Rakete erlaubt. Kommt hier noch einer mit der Zone rein? Nee. Ist gar nichts mehr los. Wichtigste sind meiner Meinung nach die Raketen. Die Raketen sind wirklich ultra stark. Und damit kann man auch wirklich sehr gut auf der Distanz arbeiten. Es ist immer, ihr müsst nicht unbedingt mega nah dran sein. Wenn ihr nah dran seid, ist natürlich auch gut, weil ihr mit der Schrotflinte noch zusätzlichen Schaden machen könnt. Aber die Raketen sind wirklich die Meta. Das einzige Nachteil ist, es dauert wirklich relativ lange, die aufzuladen. Aber wenn ihr dann erstmal eine Ladung voll habt... Bro. Das scheppert so rein. So ein bisschen Materialien noch mitnehmen. Oh, guck mal. Kollege. Zack, 100 Schaden weg. Easy. Nächste Ladung. Oder der Typ nervt mich. Bisschen Respekt hier vor dem Biest, Junge. Bisschen Respekt, Leute. Bye, bye. Hä? Wo sind die? Die sind beide abgehauen. Oder was? Ach, da hinten. Jungs, wartet. Und ihr müsst natürlich aufpassen, dass euch keiner zu nahe kommt und die Selbstzerstörung aktiviert. Oh Gott, beste Positioning. Bye, bye, Jungs. Ach, schade. So, nachladen. Rockets. Jetzt wird's ganz eklig. Guckt euch das bitte an. Es geistert es. Bye, bye. Er ist zu stark. Er ist zu stark, wirklich. Er ist mit Abstand zu stark, Leute. Mit Abstand. Was ist hier los? Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Kostenloses Abo. Standard-Skill-OL im Itemshop. Ihr wisst Bescheid, Leute. Here we go. Haut auch in, kommt ein Standard-Skill.